Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns auf Lemmental Version 3 und fahren heute die Rücktour der Linie 450 hier von Adlersbruch zurück nach Lemmental ZOB in der Altstadt. Und das Ganze mit diesem wunderschönen Mercedes-Benz Citaro Facelift mit ZF-Antrieb. So, dann hüpfen wir mal schnell in den Bus, weil wir haben nämlich nicht mehr viel Zeit. Halt, verkehrt. Ich vergaß. So, einmal anmachen, das gute Stück. Und dann würde ich sagen, Gang einlegen und dann fahren wir jetzt schon mal vor. Eine Minute haben wir noch. Langsam. Und da ist gerade frei. Die eigentliche Haltestelle ist ja hier vorn. So, dann machen wir mal kurz die Türe auf, dann mache ich mir noch die Pfeile an, dass wir auch den Rückweg wieder finden werden. Ja, das ist das gute Stück, mit dem wir jetzt fahren werden. Okay, ich würde sagen, Zeit ist dran, dann geht's jetzt los. So, bin mal gespannt, ob es diesmal. Nächste Haltestelle: Adlersbruch Tierpark. Wegfindungstechnisch deutlich besser geht. Bei der Hinfahrt haben wir uns ja schön verfahren, weil ich der Meinung war, eine andere Ausfahrt nehmen zu müssen, anstatt mich an den Pfeilen zu orientieren, die da ja nun zahlreich verbaut sind. Nicht so ganz rüber, Leute, ich muss ja auch noch anhalten können. Guten Morgen. Hallo. Eine Kurzstrecke. Mhm. Auch das ist so ein Problem. 1,60. Danke. Danke auch. Der viele Fahrscheinverkauf. Auch das könnte besser geregelt sein. So, einsteigen bitte. Guten Morgen. Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag gibt. 11:20 bitte. Danke. Wartest du? Du wartest. Dankeschön. Hallo. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten
Jetzt kommt wieder dieser schöne kleine Kreisverkehr. Nächste Haltestelle, Oberesch Bahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 551. So, dann gucken wir mal, dass wir hier rankommen. Sowie zum Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. Oh, das passt sehr gut, danke. Mal reingucken hier in die Kurve. Ein Intercity steht schon hier. Steht ein Kollege, der an für sich hier geendet hat. So, und wir müssen. Ach, das ist aber scheiße hier. So, dann kommt er mal ran, Leutchen, damit ich euch mitnehmen kann. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Kurzstrecke. Halbkurzstrecke ist hier oben. 1 ist 60. Danke. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. 1,60. Danke. Danke. Nächste Haltestelle, Geratshof. Erstmal das Stoppschild beachten und dann fahren wir raus. Das passt gerade. Also ich höre einen Bahnübergang. Ich vermute mal, das ist der hier vorne. Ja, ich vermute mal ganz stark, das ist der. Guten Morgen. Hallo. Du lässt mich raus. Dankeschön. Nächste Haltestelle am Hühlenfels Wanderparkplatz. Hier? Nee, hier nicht. So, nachdem ist ein bisschen mehr Platz, dann ziehen wir uns mal schnell mit rum. Tüte da, du lässt uns noch rum, danke. Das war knäpplich, aber es hat gepasst. Kommt da noch mehr? Kommt noch mehr? Oh, warten wir das mal ab. Ja, tut mir leid. Ich muss ein wenig bremsen, die Sache. Dass der Kleiner reinfährt und dass wir vor allen Dingen rechts die Leitpfosten nicht mitnehmen. Ist doch ganz schön kurvig und eng hier. Also das mit dem Gelenkbus wäre schon höchst interessant geworden.
Jetzt kommt die Haltestelle. So. Guten Morgen. Guten Tag. Einmal normal. 13. 13. Danke. So, und hier kommen wir dann an einer Schranke mal zum Stehen. Ne, die Schranke geht gerade auf. So, wir warten aber bis Schranke oben ist und bis Rotlicht aus ist. Jawohl. Hier hat sich ganz schön was angesammelt an Fahrzeugen. Nee, da ist niemand, dann fahren wir gleich durch. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Bus nicht weiterschaltet, obwohl wir die Haltestelle passiert haben. Aber ist egal, ich kann ja händig weiterschalten. So, hier steht ein Kollege. S450. Aber du fährst nur bis zum Bahnhof. Oberisch. Ja, bis dahin ist auch schon kurvig. So, wollte auch jemand aussteigen? Guten Morgen. Guten Tag. Hallo. Eine Tageskarte hätte ich gerne. Das sind 11:20, bitte. Danke. Danke auch. Hallo. Morgen. Tageskarte. Noch einmal 11:20. Danke. Danke. Morgen. Morgen. Alle drin. So, Ampel wird eh gerade rot. Ja, dann ziehen wir wenigstens bis an die Ampel vor. So, und dann nutze ich mal ganz schnell die Gunst. Und trinke einen Schluck. So, jetzt kommt, glaube ich, noch ein Stück kurviger Abschnitt. Und dann sind wir ja wieder auf Lemmentaler Stadtgebiet. Und da ist es dann, meine ich, mich erinnern zu können, nicht mehr ganz so kurvig und die Straßen wieder etwas breiter und dafür deutlich mehr Verkehr. Wir werden es gleich wissen und sehen.
Nächste Haltestelle, Hochstrund-Feldweg. Umsteigemöglichkeit zur Linie 452. Guten Morgen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Nächste Haltestelle, Abzweig Hohenberg. Und ein Kollege, der ebenfalls die 450 fährt. Aber hier wird es doch schon breiter, hier können wir schön rumfahren. Oh ja, hier hängt einige Fahrplan. Schilder schief. Guten Morgen. So, Kurzstrecke, normal. Nee. Wo habe ich denn die? Können Sie mir dann auch nochmal einen Fahrschein geben? Ich vermute mal, du willst den hier. Entschuldigen Sie. So. Danke. Danke auch. Wird in der Kasse gleich angezeigt, deswegen. Und der Kollege, warum fährst du nicht weiter? Eng, ob's geht. Nächste Haltestelle. Jetzt haben wir leider die Ansage völlig überhört, aber ist egal. Jetzt wieder gewesen. Bestimmt so ein blöden Poller. Naja, gut. So, jetzt müssen wir gucken. Wir müssen hier rein. Oh, ist das schön. Aha, bei der Hertour sind wir von der anderen Seite gekommen.
Leute, ich komm doch ran. Ihr müsst doch einfach nur mal abwarten. So, dann bitteschön. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Tag. Eine Fahrkarte bitte. 13 bitte. Danke. Jetzt steigt wirklich alles aus, was da hinten drin gesessen hat. Och Mann. Schaffe ich das auch mal mit einem vollen Bus bis zum Ziel zu kommen? Naja, ich habe ja noch mehrere Möglichkeiten. Es ärgert mich persönlich wirklich und euch sicherlich auch, dass ich so schlecht fahre. So, Lemmental ZOB. Jetzt müssen wir einmal nach links abbiegen. Von da kommt gerade nichts. Nächste Haltestelle, Lemmental-Bressner Platz, Eingang Wucherstraße. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 100, 452 und 455 sowie zum Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. Da ist frei. Und hier sehe ich leider durch die Tür zu wenig. Nachdem ist Platz. Und von da auch. Dann fahren wir rum. So, Pressner Platz als nächstes. Nächste Haltestelle, nee. Lemmental Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 451, 453, 456, 457, SB51 und SB52 sowie zum Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. Bremsen, Ampel wird rot. Erster Pressner Platz und dann der Hauptbahnhof. Auch wenn ich jetzt die Türe auf hatte, aber ich musste mal nach dem Verkehr gucken, das war mir sicher. Dass mir die Pfeile hier auf der Tür finde ich nicht so berauschend. Mal sehen, ob ich das irgendwie in einem anderen Repaint besser kann, besser sehe und dann nutze ich ein anderes Repaint. Jo, so wird's werden. So, jetzt müssen wir mal gucken, die 450 soll da drüben lang fahren. Okay, aber wir halten hier nicht. Lemmental P2, das ist dann für die Linie 100 zum Beispiel interessant. Pressner Platz, das wäre doch dann wahrscheinlich die richtige Haltestelle für uns. Dann Pressner Platz, jawohl. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Menschenskinder, Leute. 11:20. Gibt's keine Automaten, wo ihr was machen könntet? Danke. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Kurzstrecke normal 1:60. Danke. Hallo. Morgen. Guten Morgen. Noch jemand ohne Fahrschein? So, jetzt müssen wir echt mal aufpassen hier. Nach dem ist Platz. Nächste Haltestelle. Lemmental Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 451, 453, 456, 457, SB51 und SB52 sowie zum Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn.
Platz. Du weißt, dass ich eigentlich Vorfahrt habe. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, raus. Jawohl. So, die 450 muss dann auch in diesen Kreisverkehr. Jetzt muss er bloß mal gucken, da ist gerade frei. Und dann müssen wir bestimmt hier rüber. So ist es. So. Dann einmal blinken. Dass wir hier rum sind. Nee. So, jetzt müssen wir bloß mal gucken. 453. 450, hier sind wir richtig. Sehr schön, haben wir es doch schon mal bis hierher geschafft. Einsteigen bitte. Guten Morgen, dass hier niemand raus will, interessiert ist ja interessant. Einmal normal. 13. Danke. Danke auch. Naja. Hätten doch ein paar aussteigen können. Und mal so. So, gar nicht lange verweilen hier. Türe zu. Wir müssen weiter. So, und wir müssen hier vorne wieder raus. Nächste Haltestelle, Lemmental Bahnhofstraße. Jetzt müssen wir echt gucken, dass die uns eventuell rauslassen, das finde ich sehr schön. Der natürlich nicht. Och, der fährt auch noch vor uns. Na, jetzt habe ich richtig das Problem hier. Ach Mensch, wie sieht es denn hinter mir aus mit Platz? Würde ich mal sagen, wir fahren klitzeklein zurück. Wirklich nur ein Stück zurück. Dass sich das entknallt hier. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt mit rauskommen. Oh, das sieht ganz schlecht aus hier. Müssen wir uns bestimmt mit reindrängeln. Zum Beispiel jetzt. Oh Gott. Können Sie nicht vorsichtiger fahren? Könnte ich. Aber sonst komme ich ja hier gar nicht raus. So, wir haben es geschafft. Ein bisschen langsamer, weil hier ist ein Trampel. Mensch, was ist denn los hier? Was war denn das? Jetzt halte ich mal an, jetzt gucke ich mir das mal an. Da war doch gar nichts. Oh, wieder so ein Auto, was mir an die Seite gekachelt ist. Leute, das wird langsam nicht mehr schön. So, guten Morgen. Und der Rest steigt aus da hinten. Nächste Haltestelle,
Altes Rathaus. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 451, 454, 455 und 456. Nö, der ist mir reingefahren, nicht ich. Morgen. Morgen. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs. Hallo. Deswegen brauche ich so ein Ticket, was für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Tageskarte. Eine Tageskarte, 11:20. Stimmt das so hier? Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Entschuldigung, da fehlt ja wohl noch Rückgeld. Dankeschön. Bitteschön. Erst beschweren und dann wieder beschweren. Mann. So, du wartest bitte. Danke. Hallo, Kollege. Guten Morgen. Morgen. Einmal Kurzstrecke, bitte. 1,60. Hallo. So, jetzt warte ich mal, bis die Ampel grün wird. Da hinten kommt ein Kollege, der hält erstmal an. Dann können wir auch rausfahren. Nächste Haltestelle, Lemmental-Wakonenberg. Umsteigemöglichkeit zur Linie 454. Na komm, Taxi. Guten Morgen. Morgen. Guten Tag. Morgen. Einmal Kurzstrecke Schüler, bitte. Kurzstrecke Schüler, das ist 1,10. Danke. Danke. So, es ist noch grün, dann nutzen wir das doch auch mal. Nächste Haltestelle, Lemmental, Modiansweg.
Aussteigen bitte. Nächste Haltestelle, Lemmental ZOB, Altstadt. Umsteigemöglichkeit zur Linie. So, wir bleiben mal ein bisschen weiter vorn stehen, weil ich nicht weiß, ob hier jemand kommt. Fahrziel erreicht und endet hier. Bitte achten Sie beim Verlassen des Busses darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Nicht, dass ein Kollege etwas mehr ausholt und uns dann in die Seite fährt. So, vielleicht schon mal ein kleines Fazit, was ich so als erstes sagen kann. Also, ich muss sehr auf die KI aufpassen, was die so macht. Aus der Nebenstraße dir an die Seite kacheln, finde ich nicht wirklich lustig. Und dann ist dein Bus kaputt und auch noch leer. Also wie gesagt, ich finde es nicht lustig. So, und weiter zum ZUB. So, das Taxi lassen wir mal noch durch. Ja, das kommt nämlich ganz schön angepfiffen hier. So, noch hier müssen wir jetzt gucken, wie wir fahren. Jawohl. So, jetzt passt das. So, Beeilung. Und da sind wir wieder da. Dann einmal aussteigen bitte. Und da kommt auch der Fahrplan. 4 Minuten 13 sind wir wieder zu spät. Och, ist okay. So. Dann einmal Fahrzeug sichern und alle aussteigen lassen. Blinker machen wir aus. Dann gehen wir auch raus aus dem Bus. So, dann machen wir uns die Pfeile noch aus. Uiuiui, hier ist aber auch ein Begängnis. So, dann stellen wir uns mal auf die andere Seite. So sieht es doch auch schön aus. So, Tür zu da hinten. Ja, und das war jetzt die Rücktour der Linie 450 von Adlersbruch wieder hierher nach Lemmental ZUB in der Altstadt. Ja. Mit fast unfallfrei. Das eine Mal habe ich wahrscheinlich einen Pöller erwischt. War ich der Meinung, da war noch Platz, aber dem noch doch nicht. Das nächste Mal ist uns jemand reingefahren. Das heißt, zukünftig sehr auf die KI aufpassen, was die macht. Jo, na schauen wir mal, wie die nächsten Videos dann werden. Ich hoffe, es hat dennoch gefallen. Auch wenn die fahrerischen Künste doch ein wenig zu wünschen übrig lassen. Ich hoffe, wie gesagt, es hat gefallen und ihr seid auch im nächsten Video wieder mit dabei. Und bis dahin sage ich erst einmal Tschüss.